Moin, 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 Leute, und ein kräftiges Moin, moin hinterher, so wie es gehört auf diesem Kanal. Ich wollte mal eine Umfrage machen oder eine Frage an euch, wie ich das am besten hier gestalten soll. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, wie das gut aussehen würde. Ich wollte mir noch diese Regalbretter, gibt es so diese, ich wollte mir eigentlich diese Regalbretter kaufen, die es gibt bei Ikea, die man so auf so eine, auf so Metall raufschiebt. Und die habe ich mir überlegt. Ich hatte ja in der alten Wohnung über den Fernseher viele Amiibo stehen, aber nicht alle, weil nicht alle hinpassten. So, ich habe ja mehr als darauf passen auf diese drei mit auf diese drei Dinger, die ich da habe. Und mehr als drei, ja. Drei, und die passen ja aus. Und die da 1,10 Meter. Da wäre ich um 3,30 Meter, hätte ich ja schon mal, ne? Ob ich die jetzt benutze und dafür es benutze und benutzen würde, um jetzt über Fernseher, ich weiß nicht, ob das so gut aussieht, wenn die Amiibos darüber stehen. Ja, dann habe ich mir überlegt, wenn ich die oben machen würde, eigentlich wollte ich, eigentlich ist hier noch eine kürzere Wand, da müsste ich dann welche nachkaufen, in der richtigen, also hier eine kürzere Wand. Ne, das ist ja. Das ist der Schornstein da. Das ist der Schornstein. Oh. Ist ein bisschen verwirrend in der Kamera zu sehen, aber für mich, das ist der Schornstein neben der gelben Wand. Und dann würde ich, wenn ich die oben wieder über Fernsehen machen würde, ja, würde ich mir hier noch welche kaufen und würde die anderen hier, also würde ich die ganz hinten machen, ganz hinten ran. Ganz hinten ran, so weit ran, wie es einer hinten geht. Vielleicht so ein Stück Platz lassen, damit es über den Fernseher passt. Ja, würde ich wieder über den Fernseher machen. So. Aber ob das jetzt so gut wäre, über den Fernseher zu machen, kann ich nicht genau sagen. So. Dann hätte ich noch, wollte ich das, dann hätte ich gesagt, ich kaufe mir noch ein paar kürzere. Hier sind ungefähr 64 cm. Es gibt welche irgendwas mit in den 50er Bereich, gibt es welche. Dann würde ich hier noch welche machen. Zack, 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 zack. Weiß nicht. Wie der passen muss, ich auch so eine große Amiibo-Figur eingepackt ist. Und dann könnten da vielleicht 1, 2, 3, 9. Da war gerade der Akku leer. Und ja, jetzt geht's weiter. Also, wie gesagt, wollte ich hier ein Regal ranmachen. An diesen Schornstein da. Die Regale. Zack, 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 zack. Also, wollte ich eigentlich überlege, ob ich da über welche machen soll, über den Fernseher wieder, wie in einer Wohnung. Haben nur einen Fernseher an der Wand. Ob ich darüber über die gelbe Wand wieder das machen soll. Da hinten so nah wieder ran. Und dann hier noch so kleine Regale, um Amiibos rauszustellen. Ja? Habe ich mir überlegt. Aber weil ich ja noch Platz, weil ich ja noch irgendwie ein Regal bräuchte oder so, Platz für meine Skylander vom Lego-Spiel und meine von meine Figuren von meine Star Wars Figuren von diesem Disney-Spiel, die wollte ich dann an der Wand dran machen, neben den Schornstein auch noch so die Regale, aber ich weiß nicht, ob das Ganze, wenn ich die ganzen Regale haben, die keine Wände haben, also so diese, die man auf so Rohren schiebt, auf die Metallröhre rausschiebt immer, ob das denn gut aussehen würde. Ich bezweifle es ein bisschen, ich kann mich nicht entscheiden. Dann hatte ich noch so überlegt, ja, soll ich oder soll ich nicht? Oh, ich weiß nicht. Ob ich das machen soll. Weil, ja, ich kann mich einfach nicht entscheiden, ob ich das machen soll oder nicht machen soll. Es wäre eine gute Idee, das zu machen. Weil da oben hatte man nämlich noch schön Platz. Da könnte man drei mit, das sind, ich habe da drei Stück schon, da hätte ich 3,30 Meter.
Ja, ich gehe noch vielleicht, muss ich ausprobieren, wie groß eine Amiibo-Figur ist, ob ich da so 4 Stück hinkriege. Unten kommen noch zwei alte Rechner hin. War so ein alter XP-Rechner. Und ein alter 195-Rechner. Wo aber ist egal, das ist nicht das Thema. Und ja, wie, was würdet ihr dazu sagen, wenn ich das so machen würde? Einfach mal schnell zack, 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 ran. Aber wenn die denn da alle dran sind, bräuchte ich ja da an der Wand, müssen wir mal gucken, wie breit das ist, braucht man ja nicht mehr so viele Regale. Da könnte man vielleicht, oh, irgendwas, ich muss dann gucken, wie ich das am besten mache mit meinen anderen Figuren. Also, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Weil ich wollte eigentlich da, wo neben links und rechts neben dem Fernseher, richtig geile Bilder auf. Ich habe schon richtig geile Bilder im Internet gesehen. Richtig, 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 richtig geile Bilder. Ja, richtig geil. Die ich mir kaufen würde. Kosten pro Stück 39 Euro. Die werde ich mir irgendwann auch mal holen. Vielleicht diesen Monat noch, vielleicht nächsten Monat. Ich weiß noch nicht. Das sind mehrere, die ich gerne hätte. Weil auf einmal kann ich mir sowieso nicht leisten. Das sind aber richtig geile Bilder. Richtig geile Bilder. Muss ich sagen. Darunter sind einige meiner aller Lieblingsspiele. Davon Bilder. Also ich sag mal so einen kleinen Ausschnitt. Monkey Island 1, Monkey Island 1, Monkey Island 2, 3 und 4, Minute Mansion, Zack-Matricken, Lom, Sam und Max, was von Sony, was von Mario, sowas in der Richtung, so 20 Stück oder so. Die wollte ich auch gerne hier um die Ferne herum machen. Deswegen weiß ich noch nicht genau, ob ich das machen soll. Ich habe mir auch überlegt, weil hier kommt ja noch so ein kleines, hier an die Wand, neben an die Wand da, neben die Schornsteinwand da, wollte ich noch mein Einkommen noch ein Billigregal hin, 1,06 Meter, 1,10 Meter hoch ungefähr. Das habe ich da, das wollte ich vielleicht, wenn ich das noch hinkriege, gleich zusammenbauen. Und das wollte ich dann da auch haben, weil da oben kommt auch mein Switch drauf für Internetverteilung, für alles. Ja. Und so einiges. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wollte eigentlich die Amiibos darüber machen. Ich muss mal alles so ausmessen. Wie am besten ich das alles mache. Also, sagt mir mal, wie ihr das finden würdet. Wenn ich das wieder mache, wie in der alten Wohnung, beim Fernseher, wo nicht alle hinpassen. Aber man kann ja. Man kann das ja so machen, dass man vielleicht noch eins kauft von den 1,10 Meter oder 2. Kommt auch an, wie viel Platz man noch hat, weil sie sind auch 26 tief, muss ich auch einberechnen, dass man die so macht, dass sie einmal hier lang gehen, über den Fernseher und übers Fenster einmal rüber. Also die letzte Variante, die ich jetzt habe, wäre über dem Fenster, um die Ecke rüber und dann hier nochmal lang. Das wäre die allerbeste Lösung für meinen Amiibus. Dann werden hier zwei und da zwei. Und dann müsste ich mir nur ausgucken, wo ich meine Skyliner und meine Walt Disney, diese Walt Disney Skyliner, meine für Disney-Figuren fürs Spiel und meine Lego-Figuren auch hinstelle. Wie könnte man damit einen richtig coolen, super coolen Regal, Wandregal, ein super cooles Wandregal mir besorgen? Irgendwo.
und das dann richtig geil an der Wand machen. So ein richtig schönes Wandregal. Ja, ich hätte noch so ein längeres Wandregal. Da ist 1 Meter. Es ist 18 Meter zu lang. Leider. Also, naja, das war's erstmal vom Video. Ich bin auf eure Meinung gespannt, was ihr davon redet, von denkt. Schreibt es in die Kommentare und lasst ein Like da, Abo, vielleicht eine Spende und haut rein. Auf Wiedersehen.